Hallo, Herr Bimmermann. Guten Tag. Hereinspaziert. Hallo. Oh Mensch, das ist ja eine coole Kappe. Ja, ich hab mir gedacht, ich bekomme heute eine Privatklamotte, um mal zu zeigen, dass das ZDF natürlich nicht nur alte Leute beschäftigt oder unterhält, sondern dass auch wir jungen Leute einen Draht zum ZDF haben. Wie geht's Ihnen denn? Gut. Sind Sie dann gut wieder reingestartet in die neue Staffel? Ja, ich habe so ein bisschen leichte Schmerzen in der Schulter, weil jetzt, wo ich auf die 42 zugehe, fängt es langsam an zu ziepen und ich muss so ein bisschen gegenarbeiten mit coolen Caps. Die habe ich von Pietro Lombardi aus dem Kleiderschrank. Ich bin ja schlechte Laune gewohnt bei Ihnen, ja. Aber jetzt seit der letzten Sendung über diese Prepper, da herrscht ja eine ganz schöne Endzeitstimmung. Ich dachte, das wird vielleicht mal ein bisschen fröhlicher. Ich bin Prepper Wutz. Ich habe hier für den Fall eines großen bewaffneten Konflikts viele gute Ideen unter meiner schusssicheren Kappe. Welche drei Dinge würden Sie denn mitnehmen in den Bunker? Sie? Oh. Damit wir immer eine Art, damit es immer was zu lachen gibt und dass der menschliche Kontakt nicht ausbleibt. Dann natürlich Body Oil von Lush und Zwieback zum Essen. Ich fühle mich da nicht so ganz wohl mit, was Sie jetzt da genannt haben. Die Reihenfolge ist variabel, also Sie können auch auf Platz 2 oder 3, wenn Ihnen das lieber ist. Also erst Zwieback, dann Lush, Body Oil und dann Sie. Für solche Fälle haben wir eine bestimmte Beschwerdestelle hier im ZDF. Das ja, aber die hat um diese Zeit doch schon längst zu. Morgen ist Fastnacht. Fasenacht. Mähen Sie Fasenacht. Alaaf! Ich gehe ja als Kiwi dieses Jahr. Oh, Andrea Kiewel, da müssen Sie sich mal beeilen, weil die ist nicht mehr lange beim ZDF, habe ich gelesen in der Bild-Zeitung. Kiwi ist zu teuer. In der Kantine und deswegen wird umgestiegen auf Äpfel und Birnen. Aber auch Andrea Kiewel ist zu teuer. Also der Fernsehgarten ist zu teuer. Wird gnadenlos gestrichen gerade. Sie veräppeln mich ja schon wieder. Stimmt, wirklich. Ich gebe mal das Online-Feedback zur Ich habe das in der Zeitung, in der Springer-Presse gelesen, dass sie jetzt diese Schweine da oben, die uns, wir sind ja im Grunde genommen, wir sind in der Schicksalsgemeinschaft. Wir müssen zusammenhalten gegen die Schweine da oben beim ZDF. Und die wollen uns den ZDF-Fernsehgarten wegnehmen. Super Folge, danke Herz. Extrem lustig und trotzdem zum Kotzen. Wie macht ihr das? ZDF-Magazin Royal ist ein Spiegelbild seines Moderators. Auf eine Art lustig, aber irgendwie auch gleichzeitig zum Kotzen. Wow! Emoji. Frage mich gerade, warum lernen die Orang-Utan Zeichensymbole, um Essen zu bekommen? Stell mir gerade vor, wenn sie schreiben lernen dürften, was sie schreiben. Welche Rechte fordern sie ein? Ja, vielleicht kann es sein, dass ein Orang-Utan ist, das ist dieser Kommentar von einem Orang-Utan, weil es sind verdächtig viele Zeichen und Symbole in diesen Sätzen und ich glaube, es ist ein Kommentar von einem Orang-Utan. Also laut Rundfunkstaatsvertrag müssen wir beim ZDF keine Programmbeschwerden oder Leser- oder Höreranfragen, Zuschaueranfragen von Primaten beantworten. Deswegen lasse ich das einfach mal außen vor. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja, was denn? Was gibt's denn? Wir führen im ZDF zurzeit ein sogenanntes Scrum Mastering durch, einfach um das Betriebsklima zu verbessern. Mhm. Und da bin ich auch angehalten, kurze Sessions mit allen ModeratorInnen durchzuführen. Okay, müssen wir jetzt irgendwie Flipcharts rausholen und irgendwelche Karten? Wir machen jetzt jedes Mal eine kleine Übung, das müssen Sie jetzt gar nicht von vornherein so ins Lächeln ziehen. Okay, wenn wir Scrum Mastering von mir aus kein Problem. Wir fangen jetzt an mit einer kleinen Aufwärmeübung. Die funktioniert so. Ich mache jetzt die Stoppuhr an und wir dürfen eine Minute lang nicht Hallo. Also warum läuft White Lotus eigentlich nicht im ZDF? Können wir jetzt anfangen? Okay. Ich mache jetzt die Stoppuhr an. Okay. Und wir dürfen eine Minute lang nicht aufhören zu reden. Das dürfte Ihnen ja gar nicht so schwer fallen. Wir müssen uns gegenseitig alles sagen, was uns gerade durch den Kopf geht. Eine Minute lang? Verstanden? Alles klar. Ab. Jetzt. Ich finde den Pullover ein bisschen schwierig. Ich habe auch das Gefühl, dass Sie mich von oben herab behandeln, obwohl drauf. Ich streng genommen Ihre Vorgesetzte bin. Ich weiß gar nicht, ob es eine gute Idee Respekt ist, dass Sie jetzt hier Sie in einem Personalgespräch mich mit Markenlogos auf Ihrem Pullover belassen. Außerdem sind Ihre Brille Sie für Ihr Alter ein bisschen unvorteilhaft. Sie sind so ein bisschen irgendwie brillenmäßig. Ich habe das Gefühl, dass Sie auch irgendwie eine Art genießen, wenn ich weine. Sie haben psychopathische Tendenzen an sich. Sie ergötzen sich an meinem Leid. Und vielleicht wären Sie auch gerne da, wo andere ZDF-Moderatoren gerade sind. Aber dafür fehlt Ihnen einfach das Herz. Und deswegen erheben Sie sich bewusst. Darüber und lassen das an mir aus. Und außerdem haben Sie noch nie was zu meiner Katzensammlung gesagt. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich gut an, ja. Ich habe eine zweite Einheit vorbereitet. Dafür gebe ich Ihnen jetzt mal ein Blatt Papier und einen Stift. Okay. Ich sage Ihnen das direkt vorweg, ist eine schlechte Idee, mir ein Papier und Stift zu geben. Sie sollen jetzt bitte mal die Emotionen aufmalen, die Sie spüren, wenn Sie an das ZDF denken. Ich gebe Ihnen kurz Zeit. Okay. Mhm. Wollen Sie das, ZDF. Wollen Sie dazu was sagen? Ich denke, das Bild spricht mehr als 1000 Worte. Ich zeige Ihnen mal, was Ihre KollegInnen hier gemalt haben in der Sitzung.
zum Vergleich einfach. Das ist bestimmt von Markus Lanz. Genau, riesige das ist von Penis. Markus Lanz. Das ist der riesige Penis mit diesen sehr eckigen Testikeln. Warum ist der gestreift? Sehr kleiner Penis, sehr große Eichel. Gut. Das ist so wissen. Infantil, wie sie dir das behandeln. Das ist echt ein richtig echtes Grammastering. Das ist Horst Lichter, hundertprozentig. Ja, und stimmt. Doch, lecker, 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 lecker. Bares für rares. Horst Lichter, ich würde für dieses Gemälde 100.000 Euro durch um den Tisch legen lassen. Oder was meinen Sie, Frau Dr. Rizzi-Pazabi? Ich bin da ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe von allen eigentlich das ehrlichste Bild gemacht. Ich finde das verletzend. Das ist für mich ZDF. Ich würde die Sitzung jetzt hiermit beenden. Okay. Ich habe auch noch Anschlusstermine. Ich finde, wir sollten das in Zukunft auch nicht mehr als Personalgespräch begreifen, sondern als gemeinsamen Workshop. Mhm. Möchten Sie mir dann noch irgendwas sagen? Wollen Sie mich vielleicht vorwarnen, auf was ich mich dieses Jahr gefasst machen muss in Ihrer Sendung? Also, wir haben dieses Jahr einiges an Innovationen. Ich habe ja schon angekündigt, ich möchte mich ein bisschen mehr privat ausbreiten. Ich möchte ein bisschen mehr privat von mir durchblicken lassen. Und ich werde es vielleicht öfter mal mit exotischen Kostümen hier Sie überraschen, überrumpeln und einfach auch private Sachen von mir erzählen. In diesem Sinne, ja, war wieder mal schön. Wann sehen wir uns denn wieder, wenn ich letzte Frage das mal stellen darf? In ein paar Wochen. In ein paar Wochen? In ein paar Wochen, dann machen wir weiter mit dem Scrum Mastering. Ich mach mal so, ne? Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss. Und fahren Sie mal die passive Aggressivität ein bisschen runter. Ich war ganz ruhig, bis Sie hier angefangen haben. Sie werfen Shade auf mich, wenn Sie hier